Ahoi, ich bin Captain OER. Ich komme aus einem Land, das auf offene Bildung für alle setzt. Digitalisierte Materialien, sogenannte Open Educational Resources, werden dort für und von Bildungsakteuren, Studenten und Selbstlernern erstellt, angeboten und zum Lehren und Lernen genutzt. Die Nutzung und Wiederverwendung dieser OER für den Unterricht, das Lernen und die Forschung fördert lebenslange Bildung für alle. Die Ressourcen sind Gemeingut oder unter einer Lizenz für Geisteseigentum veröffentlicht, die die freie Nutzung oder Anpassung durch andere ermöglicht. Open Education Resources repräsentieren die Bemühungen einer weltweiten Gemeinschaft, die durch das Internet befähigt wird. Bildungsressourcen frei zugänglich zu machen, spiegelt eine demokratische Auffassung von Bildung wider. Dabei geht es unter anderem um die Verbesserung von Bildungs- und Chancengerechtigkeit durch die Versorgung der anwachsenden Weltbevölkerung mit hochqualitativen Bildungsangeboten, wie es die UNESCO in einem der Ziele für nachhaltige Entwicklung und im Handlungsplan des OER-Weltkongresses von Ljubljana formuliert. Zusätzlich macht OER das bestehende Bildungspublikationssystem effizienter und trägt gleichzeitig zur inhaltlichen Weiterentwicklung des Bildungssystems bei. Auf meiner Reise durch das Meer des Wissens habe ich vom deutschen OER-Infoportal und der aktiven deutschen OER-Community gehört. Seit 2016 fördert das Bundesministerium für Bildung und Forschung die OER-Infostelle. Sie bietet einen Einblick in die deutsche und internationale OER-Landschaft und zeigt die laufenden OER-Aktivitäten in der OER-Förderlinie. Wenn Sie die Webseite das erste Mal besuchen, werden Sie direkt zu Neu hier geleitet. Hier können Sie nach Informationen filtern, etwa durch die Art der Information über OER oder die verschiedenen Bildungsbereiche. Das Hauptmenü enthält noch mehr Möglichkeiten, sich über OER zu informieren, zum Beispiel durch das Klicken auf Was ist OER? Blog? Veranstaltung? Karte? Materialien? How-to? Und über OER-Info. Informationen sind ein Hauptaspekt des OER-Info-Portals. In den News sieht man aktuelle Ereignisse wie etwa Lightning Talks, Tool-Ideen, Interviews und viele weitere Formate. Hier zum Beispiel ein Lightning Talk aus der internationalen OER-Konferenz in Deutschland, OER.de17. Ja, guten Tag, ich freue mich sehr, hier zu sein. Mein Name ist Stefanie Mahler, ich bin vom German Stem Cell Network und kurz, wer wir sind. Wir sind ein Netzwerk mit zwei Aufträgen. Das OER-Info-Kit verfolgt das Ziel, zwei verschiedene Werkzeuge zur Evaluation und Reflexion von OER-Projekten zu entwickeln. Eine weitere Säule des OER-Info-Portals ist der Transfer von OER-Inhalten in verschiedene Bildungsbereiche. Transferpartner informieren durch Informationsmodule und Fachpublikationen, speziell zu den Bildungsbereichen Schule, Hochschule, Erwachsenenbildung und Berufsbildung. Und sie ermitteln die Potenziale für OER in ihren Bildungsbereichen. Durch das Anklicken von Über OER-Info öffnet sich ein Auswahlmenü. Hier erhalte ich mehr Informationen über die OER-Infostelle und die Projekte des OER-Info-Förderprogramms des Bildungsministeriums. Sie benötigen eine visuellere Ansicht? Kein Problem. Die Karte zeigt alle vom BMBF geförderten Projekte. Wie schön, dass wir nicht allein sind. Open Education Resources repräsentieren die Bemühungen einer weltweiten Gemeinschaft, die durch das Internet befähigt wird. Mach mit!